Hallo, liebe Freunde von Finsterreich. Seid ihr bereit für eine neue Geschichte? Dann freut euch auf die Story von Nina, einer jungen Frau, ihren ganz besonderen Begegnungen und wie diese ihr ganzes Leben veränderten. Aber hört selber. Eines Abends, ich wollte gerade ins Bett gehen, ging ich zur Heizung, um sie für die Nacht runterzudrehen. Ich blickte aus dem Fenster und da sah ich ihn. Eine dunkle Gestalt, eher ein Schatten, stand etwas entfernt von unserem Haus und blickte in meine Richtung. Sah mich genau an. Naja, soweit ich das sehen konnte, denn es war ja schon dunkel und die Gestalt stand circa 50 Meter entfernt unter einer Straßenlaterne. Ich sah eine ganze Zeit dorthin und was wirklich unheimlich war, diese Person bewegte sich nicht. Sie stand einfach nur da, still und völlig regungslos. Ich war müde und nahm mir vor, nach dem Zähneputzen noch einmal zu schauen, ob dieser Mensch noch immer dort stand. Und so tat ich es. Ich putzte mir die Zähne, kam dann aber von einem zum anderen, noch das Schlafzimmer gelüftet, mich umgezogen und wollte mich gerade hinlegen, als mir einfiel, dass ich ja noch mal gucken wollte, ob dieser Typ dort noch steht. Ich ging also zurück ins dunkle Wohnzimmer, blickte aus dem Fenster und tatsächlich, da stand er noch. Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Ich war bestimmt 20 Minuten beschäftigt gewesen und dieser Mensch stand immer noch genauso regungslos da wie vorher. Ich holte mein Handy, um ein Foto zu machen. Das glaubt mir sonst keiner, dachte ich. Ich machte also ein Foto und holte die Gestalt mit dem Zoom so weit ran, wie es ging, ohne dass das Bild zu verschwommen wurde. Es war ein Mann, von der Statur her, groß und kräftig, das konnte man nun eindeutig sehen. Schwarz angezogen und mit einer Kapuze, sodass man das Gesicht nicht erkennen konnte. Was sollte ich tun? Die Polizei rufen? Aber was sollte ich denen sagen? Da steht ein Mensch auf der Straße und blickt zu meinem Haus? Ist das strafbar? Ich wollte nicht als hysterische Tussi dastehen und ging dann einfach ins Bett. Allerdings nicht ohne nochmal zu sehen, ob alle Fenster zu und die Tür abgeschlossen war. Kurz bevor ich am nächsten Morgen zur Arbeit fahren wollte, fiel mir die gruselige Gestalt nochmal ein. Ich ging mit der Kaffeetasse in der Hand ans Wohnzimmerfenster und blickte hinaus. Da war niemand. An der Stelle, wo gestern noch der Mann stand, war nichts zu sehen. Ich schaute mir nochmal die Bilder auf dem Handy an. Ich habe es mir nicht eingebildet, dachte ich noch. Die Bilder beweisen es, da war jemand. Ich packte meine Sachen zusammen, nahm meine Jacke und machte mich auf ins Büro. Ich erzählte meiner Kollegin von der abendlichen Begegnung mit dem gruseligen Kerl. Ich ging jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Mann war, der da im Dunkeln stand. Ich zeigte ihr auch die Bilder und sie war schockiert und meinte, dass sie kein Auge mehr zugemacht hätte in der Nacht. Ich versprach ihr, die Polizei zu rufen, wenn der Typ nochmal auftauchen sollte. Und damit war das Thema erstmal abgehakt. Einige Tage später kam ich abends aus dem Fitnessstudio. Ich war recht müde und erschöpft. Es war schon 21 Uhr und mein Bett rief mich schon von Weitem. Ich wohnte nicht weit vom Gym entfernt und ging deshalb wie immer zu Fuß. Außerdem war es nicht so kalt an diesem Abend und die frische Luft tat mir gut nach all den schwitzenden Menschen um mich herum. Ich ging also die Straße entlang und kam an die große Kreuzung, die in unserem Stadtteil das Zentrum bildete. Ich wollte die Straße an der Ampel überqueren, als ich auf der anderen Seite eine Frau stehen sah. Sie
war komplett schwarz gekleidet und hatte eine Kapuze auf. Ich sah, dass es eine Frau war, weil sie lange dunkle Haare hatte, die aus der Kapuze hingen. Allerdings konnte ich ihr Gesicht nicht erkennen. Sie stand etwas im Schatten und es war ja auch schon etwas dunkel. Sie starrte in meine Richtung. Ich blickte mich um, weil ich dachte, sie sah vielleicht etwas an, was hinter mir war. Aber da war nichts und keiner, den sie hätte anblicken können. Ich musste sofort wieder an den Mann vor meinem Haus denken. Mir lief es wieder eiskalt den Rücken hinunter. Wie gruselig war das denn, bitteschön? Automatisch ging ich einen Schritt schneller und überprüfte immer wieder, ob sie noch da stand. Und tatsächlich stand sie immer noch da. Hatte sich nicht groß bewegt, aber drehte den Kopf in meine Richtung. Jetzt reichte es mir und ich nahm die Beine in die Hand. Ich lief nach Hause und war froh, kurz danach in meiner Wohnung angekommen zu sein. Ich ging sofort zum Fenster im Wohnzimmer und hatte Angst, dort wieder den Mann stehen zu sehen. Aber da war niemand. Ich war froh und erleichtert. Nahm mir noch ein Glas Saft, setzte mich aufs Sofa und sah mir eine Folge der Serie an, die ich schon seit Wochen verfolgte. Aber immer wieder stand ich auf und ging zum Fenster, aber niemand war da. Irgendwann wurde ich müde und ging ins Bett. Ich konnte erstaunlich gut schlafen und am nächsten Tag erzählte ich meiner Kollegin natürlich sofort wieder von dieser Begebenheit. Sie war wieder schockiert und reagierte total über. Sie versuchte mir einzureden, dass ich gestalkt werde und solche Geschichten schon richtig böse geendet hätten. Ich machte mir ja auch so meine Gedanken, aber so krass sah ich die ganze Geschichte jetzt nicht. Wieder einige Tage später war ich einkaufen im Supermarkt. Es war Freitagabend. Ich gehe gerne abends einkaufen, da die Läden dann immer nicht so voll sind. Der Laden sollte um 22 Uhr schließen. Es war gegen 21.30 Uhr, als ich durch die Regale reinging. Ich brauchte noch Rosinen für mein Müsli und dann noch ein paar Drogerieartikel. Zuerst ging ich in den Gang mit den Müslis, Cornflakes und Körnern. Hier sollten auch meine geliebten Rosinen sein. Ich guckte im Regal nach der günstigsten Packung, als ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Ich sah nach oben. Und am Ende des Ganges stand eine ältere Dame. Sie war ganz in Schwarz gekleidet und blickte mich an. Ich lächelte in ihre Richtung, sah dann aber wieder auf die Rosinenpackung in meiner Hand. Irgendwie hatte ich allerdings ein merkwürdiges Gefühl und guckte kurz danach wieder zu der alten Frau. Und sie stand immer noch genauso da und starrte mich an. Ich bekam Gänsehaut und legte die Rosinentüte in das Einkaufskörbchen, das über meinem Arm hing, und ging schnell weiter. Meine Gedanken rasten. Was wollte diese gruselige alte Frau und warum starrte sie mich so an? Ich musste natürlich sofort an den Typen vor meinem Haus und die Frau an der Kreuzung denken, aber versuchte diesen Gedanken zu verdrängen. Ich ging etwas schneller als sonst in die Drogerieabteilung, um die Seife und die Handcreme zu holen, die ich noch brauchte. Als ich in den Gang gehen wollte, stand am anderen Ende ein alter Mann. Auch er war ganz in Schwarz gekleidet und starrte mich direkt an. Ich sah direkt in seine dunklen Augen. Sie sahen aus, als wären sie komplett schwarz. Ich nahm allen Mut zusammen und fragte ihn, kann ich Ihnen helfen? Es kam keine Antwort von dem Mann. Er drehte sich einfach nur um und ging weg. Das reichte mir. Ich holte die Seife, die Creme und ging zur Kasse. In diesem Supermarkt würde ich so schnell nicht wieder einkaufen, dachte ich. Zu Hause angekommen, schloss ich sofort die Tür ab, rannte zum Wohnzimmerfenster, um zu sehen, ob der Mann draußen stand. Aber nein, da war keiner. Natürlich war da keiner. Außer an dem einen Abend war nie wieder jemand dort unter der Straßenlaterne. Ich musste dringend aufhören, mich so verrückt zu machen. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück rief ich meine Mutter an.
Das tat ich meistens am Samstagvormittag. Es war schon so etwas wie ein Ritual und auch meine Mutter freute sich immer sehr über meinen Anruf. Erst redeten wir über dies und das und dann erzählte ich ihr von meinen unheimlichen Begegnungen. Meine Mutter beruhigte mich und meinte, das wären bestimmt alles nur verrückte Zufälle. Ich sollte mir keine Gedanken machen. Und ja, sie hatte recht. Meine Fantasie ging, glaube ich, mit mir etwas durch. Als das Telefonat beendet war, nahm ich mir vor, ins Schwimmbad zu fahren. Wir hatten bei uns in der Stadt ein riesiges Schwimmbad, was auch Austragungsort für Schwimmwettkämpfe war. Es hatte 50 Meter Bahnen, was für mich gut war. Denn als ehemalige Leistungsschwimmerin brauchte ich schon mehr als das kleine Planschbecken im Schwimmbad um die Ecke. Es gab dort auch eine Unterwasserglaswand, wo Zuschauer beobachten konnten, wie die Springer nach dem Sprung vom Turm ins Wasser eintauchten. Wobei Turmsprung nicht so mein Ding war. Ich schwamm lieber meine Bahn. Ich hatte Glück. Es war noch nicht so voll, sodass ich eine Bahn für mich hatte. Ich sprang vom Startblock aus ins Wasser und schwamm los. Ein paar Runden Brust zum Aufwärmen und dann wollte ich mit Kraulen weitermachen. Nach ca. 45 Minuten war ich doch ziemlich aus der Puste, da ich ordentlich Tempo vorgelegt hatte. Also noch ein paar Runden Brust zum Abschluss. Ich schwamm im gemächlichen Tempo vor mich hin, als ich unter Wasser etwas sah, was mich total erschreckte. Ich holte tief Luft und tauchte unter. Dank meiner Taucherbrille konnte ich klar sehen und da, hinter der Glaswand, stand ein Mann. Ein schwarz gekleideter Mann mit Kapuze und schaute mich an. Ich tauchte auf und zitterte am ganzen Körper. Hatte ich das wirklich gerade gesehen? Ich tauchte nochmal runter und da stand er immer noch. Eigentlich sagte mir mein Fluchtreflex, dass ich so schnell wie möglich verschwinden sollte. Aber trotzdem tauchte ich nochmal, um mir selber zu beweisen, dass ich mir das nicht einbildete. Ich ging also ein drittes Mal runter und da war niemand. Kein Mensch stand hinter der Glaswand. Ich war total verunsichert und als ich rausging, fragte ich den Bademeister, ob der Zugang zur Glaswand überhaupt geöffnet war. Er meinte, dass der Zugang schon seit ein paar Wochen wegen Renovierungsarbeiten geschlossen sei. Okay, jetzt war ich erst recht verwirrt. Habe ich mir das eingebildet? Aber nein, ich war mir so sicher, den Mann gesehen zu haben. Ich ging duschen, zog mich an, packte meine Sachen und ging zu meinem Auto, welches hinter dem Schwimmbad auf dem Parkplatz stand. Dabei blickte ich mich immer wieder um und hatte Angst, jemand könnte mich wieder beobachten oder sogar verfolgen. Aber es war niemand zu sehen und so fuhr ich nach Hause, machte mir ein leckeres Mittagessen und beschloss dann nicht mehr die Wohnung zu verlassen und mich wieder meiner Lieblingsserie zuzuwenden. An dem darauffolgenden Freitag war ich abends mit ein paar Freunden verabredet. Wir wollten zusammen Billard spielen und trafen uns um 19 Uhr in unserer Lieblingslocation. Wir waren zu fünft. Der Abend war toll, wir hatten viel Spaß und natürlich erzählte ich auch meinen Freunden irgendwann von meinen merkwürdigen Begegnungen. Sie lachten und taten das als Zufall ab. Ich solle mir keine Sorgen machen. Allerdings war Tobias dann doch etwas besorgter als die anderen und meinte, ich solle trotzdem die Augen offen halten und mich gerne bei ihm melden, wenn wieder etwas Seltsames passiert. In dieser Nacht gingen wir dann zusammen zum Hauptbahnhof und dort verabschiedeten wir uns, da jeder in eine andere Richtung musste. Ich musste mit der Linie 1 nach Hause fahren. Es war mittlerweile 23.30 Uhr und die U-Bahn-Station war fast menschenleer. Gott sei Dank musste ich nicht lange warten. Die Bahn kam und ich stieg im vorderen Wagen ein. Wenn ich nachts mit der U-Bahn fahren musste, saß ich immer gern in der Nähe des Fahrers. Die Bahn fuhr los und ich lehnte meinen Kopf an die Scheibe und blickte in die Dunkelheit des Tunnels. An der nächsten Station konnte ich es kaum glauben. Da stand ein wieder schwarz gekleideter Mann mit Kapuze. Er stand auf der anderen Seite, am für ihn hinteren Drittel des Bahnsteigs, sodass er mich genau ansehen konnte, als mein Zug hielt. Mein Herz raste. Ich versuchte, das Gesicht zu erkennen, aber ich konnte es nicht richtig sehen und die Bahn fuhr dann auch wieder schnell an.
Oh mein Gott, was für eine kranke Scheiße lief denn hier ab? Ich stand auf und setzte mich weiter nach vorne zum Fahrer. An der nächsten Haltestelle war nichts. Keine Menschenseele war zu sehen. Ich atmete auf und hoffte, dass der Spuk damit ein Ende hätte. Aber da lag ich ziemlich falsch. An der folgenden Haltestelle wieder das gleiche Spiel. Jetzt standen da zwei Personen, ein Mann und eine Frau, beide wieder dunkel gekleidet und mit Kapuze. Aufgrund der Haare, die ich bei der Frau sah, ging ich fast davon aus, dass es die Frau von der Kreuzung an dem Abend nach dem Fitness war. Mir wurde übel. Ich hatte das Gefühl, mich gleich übergeben zu müssen. Aber als ich meine Gedanken sortiert hatte, war ich froh. Denn wenn diese gruseligen Menschen hier an den U-Bahn-Stationen waren, konnten sie mir nicht draußen zu Hause auf dem Weg zur Wohnung auflauern. Ich war also ein Stück weit beruhigt. An den nächsten Stationen war dann wieder nichts Auffälliges zu sehen und so beruhigte sich mein Herz und auch mein Magen wieder etwas. Als ich dann aber nach circa 20 Minuten aussteigen musste, war ich dann doch wieder etwas unsicher. Ich sprang förmlich aus der Bahn und lief nach Hause, so schnell ich konnte. In meiner Wohnung konnte ich dann nicht anders, als mich aufs Bett zu werfen und zu heulen. Ich weinte, weil mich die ganze Situation irgendwie überforderte. Ich nahm mir vor, am nächsten Morgen meine Mama nicht anzurufen, sondern hinzufahren. Ich brauchte Trost und eine geschützte Umgebung. Nach dem Frühstück rief ich meine Mutter kurz an, um ihr zu sagen, dass ich zu ihr kommen würde. Sie freute sich sehr und versprach, noch einkaufen zu gehen, damit wir abends zusammen essen könnten. Die Fahrt zu meiner Familie dauerte circa eine Stunde und ich freute mich riesig darauf, meine Mutter und ihren Lebensgefährten zu sehen. Nach meiner Ankunft tranken wir erstmal einen Kaffee zusammen und ich erzählte den beiden natürlich sofort alles. Sie hörten ganz interessiert zu und Oliver, der Freund meiner Mutter, riet mir, doch einmal zur Polizei zu gehen. Einfach, um dort schon mal aktenkundig zu sein, falls noch mehr passieren würde. Nun mach doch dem Kind keine Angst, meinte meine Mama und versuchte mich zu beruhigen. Wir vereinbarten, nicht mehr über die Geschichte zu reden und verbrachten einen schönen Tag miteinander. Am Sonntagmorgen fuhr ich nach dem Frühstück wieder zurück nach Hause. Ich hatte noch einiges im Haushalt zu tun und am Montag musste ich ja wieder früh im Büro sein. Abends, als ich mit Wäsche waschen und putzen fertig war, wollte ich mich wieder meiner Serie hingeben. Ich holte mir etwas zu trinken und auf dem Weg zu meinem Sofa blickte ich aus dem Fenster. Mist, da war er wieder, dieser Mann. Der Mann vom ersten Abend, er stand wieder an derselben Stelle, an der anderen Straßenseite und blickte genau zu mir rüber. Ich war schockiert und überlegte, wen ich jetzt benachrichtigen sollte, Tobias oder die Polizei. Ich entschied mich für Tobi. Ich erklärte ihm die Lage und er versprach, in circa 20 Minuten bei mir zu sein. Ich löschte das Licht im Wohnzimmer und starrte die ganze Zeit zu dem Mann hinüber. Es war einfach gruselig. Er bewegte sich kein Stück. Er stand einfach nur da. Nach einer gefühlten Ewigkeit klingelte es und Tobias kam. Ich drückte auf den Türöffner und in zwei großen Schritten war er die kleine Treppe zu meiner Wohnung hinaufgegangen. Er umarmte mich. Es tat gut, jemanden in meiner Nähe zu haben. Ich wollte ihn gar nicht mehr loslassen. Er zog sich die Schuhe aus und kam rein. Ich zeigte auf das Fenster im Wohnzimmer und meinte, dass dort der Mann stehen würde. Er ging zum Fenster und blickte hinaus. Aber da war niemand. Keiner war zu sehen. Der Mann, der bis vor einer Minute noch völlig regungslos dastand, war verschwunden. Das war ja klar. Jetzt hält Tobi mich bestimmt für total verrückt. Ich fing an zu weinen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Tobias nahm mich wieder in den Arm und als ich mich etwas beruhigt hatte, fragte er, ob ich ein Foto gemacht hätte. Oh Mist, das hatte ich total vergessen. Warum hatte ich nicht daran gedacht? Das ärgerte mich jetzt ziemlich. Ich zeigte ihm stattdessen das Foto von meiner ersten Begegnung. Und er runzelte die Stirn.
Er hätte schon einmal im Internet von einem Fall gehört, wo eine Frau auch von solchen Gestalten gestalkt worden wäre. Und irgendwann war der Spuk dann einfach vorbei. Was? Gab es tatsächlich noch andere Menschen, die so etwas erlebt hatten? Das wäre ja spannend. Wir recherchierten danach noch die halbe Nacht und tatsächlich fanden wir einen Fall von einer Frau Mitte 50 aus Süddeutschland, die Ähnliches erlebt hatte. Leider konnte man die Frau nicht kontaktieren. Wir fanden keine Kontaktdaten. Aber mir war es schon mal ein Trost, dass es bei ihr einfach wieder aufhörte. Und die Gestalten genauso schnell verschwanden, wie sie gekommen waren. Der Spuk sollte bei ihr circa 2 Monate gedauert haben. Ich würde mich also in Geduld üben und hoffen, dass es auch bei mir irgendwann vorbei war. Ich bat Tobi an, bei mir zu übernachten, aber auch er musste am Morgen früh raus und so fuhr er dann gegen 1 Uhr noch nach Hause. Ich war total aufgewühlt, aber auch todmüde, fiel förmlich ins Bett und schlief erstaunlicherweise schnell ein. Am nächsten Morgen hatte ich so heftige Kopfschmerzen, dass ich mich krank meldete. Nach dem Anruf bei meinem Chef legte ich mich wieder ins Bett und schlief nochmal bis 11 Uhr. Danach ging es dann etwas besser. Sollte ich meiner Mutter am Telefon nochmal erzählen, was Tobi und ich in der Nacht herausgefunden hatten? Ich beschloss allerdings, nicht mehr so viel Gedanken daran zu verlieren und machte mich auf, im Discounter an der Ecke ein paar Kleinigkeiten einzukaufen. In den Supermarkt, wo mir die beiden gruseligen alten Leute begegnet waren, wollte ich so schnell nie wieder einkaufen. Im Discounter bekam ich alles, was ich brauchte, und es waren keine auffälligen Menschen zu sehen. Innerlich atmete ich auf und freute mich auf meine Gemüsepfanne, die ich mir gleich kochen wollte. Am Abend, kurz bevor ich ins Bett gehen wollte, blickte ich wie immer mit einem unguten Gefühl nach draußen. Und was ich da sah, brachte mir einen so heftigen Adrenalinstoß, dass ich vergaß zu atmen. Da, direkt vor meinem Fenster, nicht auf der anderen Straßenseite, direkt vor mir standen sie. 6 Personen, alle schwarz gekleidet und 4 von ihnen mit Kapuze. Ich erkannte sie. Es waren die Gestalten, die mich in den letzten Wochen beobachtet hatten. Alle 6 blickten zu mir rauf. Alle 6 hatten dunkle, schwarze Augen und sahen mich ohne jede Gesichtsregung an. Ich zitterte und hatte das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden. Dann, warum ich es tat, wusste ich auch nicht, ging ich zu meiner Balkontür, öffnete sie und schrie die Gestalten an. »Was wollt ihr von mir? Lasst mich endlich in Ruhe! Ich gehe jetzt rein und rufe die Polizei!« Und dann passierte etwas sehr Merkwürdiges. Alle 6 legten den Kopf schief, wie ein Hund, der einen mit einem hundetypischen Blick anschaut. Sie alle taten es gleichzeitig. Sie legten den Kopf auf die rechte Seite. Dann drehten sie sich um und gingen alle zusammen in Richtung der Straße. Was für eine kranke Scheiße war das denn? Ich rief Tobi an, um ihm das, was gerade geschehen war, zu erzählen. Er hörte mir gespannt zu und konnte es auch nicht fassen. Was würde noch passieren? Ich war auf fast alles gefasst und beschloss, nun doch am nächsten Tag zur Polizei zu gehen. Als ich am Nachmittag nach der Arbeit in die Polizeiwache kam, war dort eine nette junge Beamtin, die mich empfing. Ich erzählte ihr alles. Sie machte sich ein paar Notizen und meinte dann aber, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Straftat vorlag und sie nichts machen könnte. Ich solle aber das nächste Mal gerne die Polizei rufen, wenn die Gestalten wieder auftauchten. Ich hoffte inständig, dass mir das nicht mehr passieren würde, bedankte mich aber für das Angebot und verließ etwas beruhigter die Polizeidienststelle. Wieder einige Tage später kam ich am Abend völlig erledigt vom Fitnessstudio nach Hause. Ich ging einfach ins Bett und schlief schnell ein. In der Nacht wachte ich auf und dann passierte etwas, was ich kaum in Worte fassen kann. Ich öffnete die Augen und rund um mein Bett standen sie. Diesmal waren es noch mehr,
bestimmt 10 Personen. Sie standen alle einfach da. Und als ich vor Schreck schrie und mich im Bett aufsetzte, oder besser gesagt fast hochsprang, legten sie alle gleichzeitig den Kopf auf die rechte Seite. Und dann, es war so schrecklich, sie öffneten ihren Mund. Die Münder der Gestalten waren groß. Sehr groß, und aus diesen weit aufgerissenen Mündern kam ein Ton. Ein hoher, unbeschreiblich schrecklicher Ton. Ich hörte diesen Ton und dann wurde alles schwarz um mich herum. Als ich am nächsten Morgen erwachte, lag ich in meinem Bett. Das Bettzeug war total zerwühlt und ich hatte wieder schlimme Kopfschmerzen. Aber noch schlimmer war diese schreckliche Übelkeit. Ich rannte ins Bad und musste mich heftig übergeben. Es kam schwarzes, breiartiges Erbrochenes zum Vorschein, und als ich das sah, fiel mir sofort wieder alles ein. War es ein Albtraum oder ist das wirklich passiert? Standen diese Gestalten in meinem Schlafzimmer? Oder hatte ich das alles nur geträumt? Ich wusste es nicht und klammerte mich an den Gedanken, dass es nur ein Albtraum war. Doch was dann einige Tage später passierte und immer noch regelmäßig passiert, werdet ihr mir wahrscheinlich nicht glauben. Alle paar Tage bekomme ich rasende Kopfschmerzen. Dann wird mir schwindelig und ich höre diesen furchtbaren, hohen Ton in meinem Kopf. Und dann habe ich einen Blackout. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir in dieser Zeit passiert. Circa 1 bis 2 Stunden später wache ich dann wieder in meiner Wohnung auf. Das Merkwürdige daran ist allerdings, dass ich immer eine schwarze Jeans und einen schwarzen Kapuzenpulli trage. Komischerweise bin ich relativ entspannt und habe nicht das Bedürfnis, meiner Mutter, meiner Kollegin oder meinen Freunden davon zu erzählen. Was immer ich tue, wenn ich nicht bei mir bin. Es soll wohl so sein. Und solltet ihr einmal von schwarz gekleideten Menschen beobachtet werden, macht euch keine Sorgen. Irgendwann hört es auf.